Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal This War of Mine, The Little Ones. Ja, mir ist letztens mal aufgefallen, hey, PS Plus Mitglied, muss man ja sein, um online zu spielen, klar. Sind wahrscheinlich auch viele von euch. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt doch auch immer kostenlose Spiele, aber musst du mal reingucken jetzt. Und ja, habe ich das Spiel gefunden und habe so gedacht, klingt nicht schlecht. Kann man doch mal reingucken. Da habe ich gedacht, warum nehme ich es nicht einfach auf und zeige es euch und wir gucken einfach zusammen rein. Mal schauen, wie lange das Video geht. Also es wird jetzt, denke ich mal, nur so ein Video sein, so zum Reinschauen. Wer weiß, vielleicht macht es mir auch Spaß und ich mache weiter oder ich spiele wenigstens allein das Spiel zu Ende. Aber erstmal gucken, ob es überhaupt mir zusagt. Deswegen, ich hoffe mal, die Einstellungen passen so vom Sound. Ich habe jetzt nicht viel geändert. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, hier ist Steuerung. Ach du großer Gott. Fadenkreuz, Charakter wechseln, angreifen, Charakter wechseln, Inventar gedrückt halten, aha. Verschiedenes, zurück abbrechen, Aktion. Ja gut, das wird schwierig werden wahrscheinlich. Schauen wir einfach mal in das Spiel rein, würde ich sagen. Es ist ja nur just for fun. Dann gucken wir mal, was jetzt passiert hier. Los geht's. Oh, es lädt, Wahnsinn. Krass, ist das krass. Hab ich noch nie gesehen. Entschuldigung. So, kommt jetzt ein Video oder was ist los hier? Warum lädt das so lang? Tag 1. Als der Bürgerkrieg ausbrach, dachten viele Leute, dass es nur ein paar Wochen andauern würde. Es dauerte Jahre, bis das Militär der Regierung endlich die Rebellen in der Hauptstadt eingekesselt hatte und all ihre Versorgungswege abschnitt. Die Zivilbevölkerung, die in der Stadt gefangen ist, leidet unter Hungersnot, Erkrankungen und Bombardierungen. Katja trifft sowohl Pavle als auch Bruno noch vor dem Krieg. Sie ist eine Reporterin gewesen, während Bruno seine eigenen Kochshow im Fernsehen hatte. Pavel ist der Star der lokalen Fußballmannschaft gewesen und sie hatte ihn einmal interviewt. Nun treffen sie unter vollkommen anderen Umständen auf der Suche nach Lebensmitteln und Unterschlupf. Aha, okay, unsere Sachen, Tag beenden, aha. Katja kann gut feilschen. Okay, Charakterwechsel war das hier. Bruno, guter Koch. Pavel, schneller Läufer. Unsere Sachen. Ein paar Gedanken. Das ist ja schon. Mach alles ja lustig. Was kann ich jetzt machen hier? X. Verbesserung. Verbesserte Werkstelle ermöglicht die Herstellung hochwertiger Gegenstände und Geräte, mit denen wir zu mehr Lebensmitteln oder Medikamenten und Handelswaren kommen. Wir können sie weiter aufwerten, um elektrische Verbesserungen vorzunehmen. Okidoki. Was ist das? Was soll hergestellt werden? Aha, okay. Aber da müssen wir wahrscheinlich erst Sachen sammeln, ne? Das ist, da kann ich mich einfach hinsetzen, ja? Okay. Nein, kein Tag beenden. Hier geht's raus, oder was? Was soll das sein? Was haben wir denn hier? Aha. Da oben steht also was? Eine Schaufel könnte ich jetzt wirklich gebrauchen. Ja. Ach, das dauert so und so lange, okay. 8.20 Uhr, 17 Grad. Oh, was passiert denn jetzt hier? La 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 la. Was dauert ja 5 Stunden? Kann man das abbrechen oder fängt ihr dann wieder von vorne an, wenn ich das mache? Warte mal. Ach. Ah, okay. Das, hier kommen wir auch dann nicht weiter. Aha. Reden können wir mit dem nicht, okay. Hier geht's nach unten, aber da kommen wir gar nicht hin, oder wie? Aha, aha.
Hier können wir das suchen. Das dauert wieder 5 Stunden wahrscheinlich. Ja. Ja, dann lassen wir das erstmal. Eine Schaufel. Hm. Was ist das? Unsere Sachen, rohes Essen. Es ist genießbar, während jedoch im gekochten Zustand nahrhafter. Nehmen. Ah ja. Ah, hier. Aha. Bestandteile. Hermit. Hermit. Zucker, Holz, Kräuter, rohes Essen. Okay. Hat noch ein bisschen was gefunden. Nicht da hochgehen, hier hin. Nochmal. Materialien, elektrische Teile. Okay, sehr gut. Hier haben wir auch noch was. Naja, immerhin haben wir jetzt schon mal irgendwelche Sachen. Wie man die jetzt richtig verwendet, weiß ich noch nicht. Hier haben wir auch noch was drin bestimmt. Nochmal, was ist das? Ein Dietrich, oh, das ist gut. Können wir wenigstens auch Sachen aufknacken. Geht's hier weiter? Nee. Okay, dann geht's noch. Hier ging's auch noch hoch. Ah, hier haben wir. Sie ist abgeschlossen. Mit meinem Werkzeug müsste das jedoch gehen. Ja, das wollen wir ja. So, im Hintergrund herrscht wahrscheinlich Krieg. Ah, das ist wieder das, was so lang dauert, ne? Ja. Eine Schaufel haben wir leider noch nicht. Aber vielleicht können wir die ja herstellen. Ja. Okay, da müssen wir erstmal gucken. Die Steuerung ist ein bisschen. Geh doch mal da runter. Ja, runter. Oh, nein, nicht Tag beenden. Ah, jetzt, okay. So. Hier haben wir noch was. Noch mehr, nochmal ein Dietrich auch. Okay, das ist doch schon mal was. Wie komme ich jetzt runter? Aha, okay. Hier geht's raus. Ah, wir können auch weggehen. Ne, aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht so eine gute Idee. Das lassen wir erstmal. Nein, nicht hochgehen. Ne, nicht hochgehen. Kann ich denen jetzt auch Zeug geben? Ne. Was ist denn das hier? Essen wir jetzt was? Zu schade, dass es nicht gekauft ist. Oh, jetzt haben wir wirklich was gegessen. Ups. Nein, runtergehen. Runter. Runter. Ah, alles klar, langsam. Ich glaube, langsam verstehe ich es. Ich komme langsam rein. So, herstellen. Ich würde gern was primitiver her. Metallwerkstatt, Regenwasser, bla bla bla, Radio. Einfaches Heizgerät. So ein Herd ist schon nicht schlecht, ne? Benutze die linken Stick, um es an einem freien Platz. Ah ja, okay. Naja, hier ist ja die Küche, glaube ich, ne? So. Oh. Achso, ja, dann. Warte mal, dann machen wir noch weiter. Wir können doch bestimmt noch was basteln, oder? Destillation machen wir erstmal nicht. Metallwerkstatt ermöglicht uns Werkzeuge herzustellen. Wie Schaufel. Ja, Schaufeln, das wollen wir doch. Machen wir hier unten hin, oder? Oder hier oben? Ja, komm, machen wir hier oben. Okay, gehen wir mal schnell hin. Und bauen das. So, dauert das jetzt lange? Nee, warte mal, jetzt können wir den Charakter wechseln. Na, der kann ja das mal hier bauen, ne? Und er hier sitzt hier rum und macht überhaupt nichts. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Ich überlege gerade. Wo stehen da, was wir essen müssen? Steht überhaupt nichts. Ach, die haben dann die gleiche Ausstattung wie die anderen auch wahrscheinlich, alle drei. Die teilen sich das sozusagen, also ist das sehr gut. Ja, da können wir ja gleich kochen. Wollen wir mit dem rausgehen? Nicht runter. So. Und jetzt einfach links. Okay. Ach, hier ist vorbei, oder was? Ja. Und da hinten wird, glaube ich, bombardiert oder so. Okay. Draußen geht es nicht weiter. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich niesen muss. Entschuldigung. So, jetzt haben wir diese
Ach, die kann man noch leveln, ne? So, jetzt möchte ich gerne eine Schaufel eigentlich. Ach ne, das ist ja das Essen hier, okay. Warte mal, wir gehen jetzt erstmal zu ihr her. Können wir jetzt eine Schaufel herstellen? Ja, oder? Ja. Das Material reicht auch. Wie ist denn das jetzt mit dem Essen? Geht der... Ist der das dann gleich? Ah, wir haben gar nichts mehr, oder? Okay. Dauer. Alles, was wir in unserem Heizgerät verbrennen können, um den Unterschlupf aufzuwärmen, kann auch im Herd verfeuert werden, um etwas zu kochen. Wir können ihn aus Holz, Büchern oder anderen Bestandteilen herstellen. Ah, okay. So macht man also an. Wahrscheinlich. Mein Gott, ist das kompliziert gemacht. Ne, wir müssen jetzt erstmal warten, glaube ich. Warte mal. Was ist denn hier? Was war denn das jetzt nochmal? Also, ich fühle mich unwohl. Ich hoffe, dass es nichts Ernsthaftes ist. Ja, woher sehe ich denn das? Was ist denn hier? Achso, hier war auch nur der Schutthaufen. Stimmt ja. Wie kommen wir denn hier runter? So hier, ne? Ja, genau. Dietrich, Hammer. Ja, dann ist schon wieder der Haufen im Weg, glaube ich, ne? Ja. Jetzt ist die Frage. Hey, bleib mal hier. Haben wir jetzt die Schaufel? Ja. Schaufel machen wir das hier frei. Die Nacht. Okay. Die Nacht planen. Plündern, Wache stehen, schlafen, schlafen, schlafen. Wache stehen. Schlafen, schlafen. Bleiben. So, okay. Tag 2. Die Nacht war ruhig, die Nacht war ruhig. Wenn wir das was Echo von Schüssen in der Entfernung ignorieren, hoffen wir, dass es dabei bleibt. Okay. Jetzt hat sie ja natürlich geschlafen und das nicht fertig gemacht. Also, schauen wir mal weiter. So. Jetzt haben wir nur Platz gemacht, aber da kann man jetzt hier reingucken, ne? Verschlossen, what? Okay, gehen wir mal hier hoch. Machen erstmal das hier noch weg. Also hier findet man gar nichts, sondern hier macht man nur die Haufen sozusagen frei, ne? Na gut, dann machen wir trotzdem mal hier frei. Kann, glaube ich, nicht schaden. Eine einfache Barrikade, ich kann sie in einer Minute demontieren. Na, dann machen wir. So, zack. Hier kann man wühlen. Dann wühlen wir auch mal. Was finden wir denn? Was ist das? Rohes Essen. Okay, Kräuter wieder. Bestandteile. Würfelzucker. Sauberes Wasser. Oh, das ist auch gut. Und Holz, das ist sehr gut. Das wird ja für unser Essen dann wichtig sein. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Ist das eine Kiste oder was ist denn das? Ja, hier finden wir auch nochmal Materialien, alles. Das ist sehr gut. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal... Hier geht es ja, glaube ich, auch nicht mehr weiter, oder? Nee. Okay. Schlecht geschlafen hat sie, okay. Das tut mir natürlich leid. Machen wir die Tür zu hier. Ist eh schon kalt, weil man da unten... Das ging ja nicht. Hat man denn jetzt noch hier Sachen, die uns im Weg waren? Hier nicht, ne? Nee. Aber hier oben war noch Zeug, was wir durchsuchen können, aber uns der Schutthaufen im Weg war. Deswegen machen wir den jetzt mal weg. So, was ist hier? Hungrig und müde. Ja, der muss in der nächsten Nacht auf jeden Fall schlafen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir vielleicht was zu essen machen können. Herstellen. Okay. Ah, okay. Und jetzt können wir das essen, ne? Ach, es war nicht gekocht. Immer noch hungrig. Aber warum war das jetzt nicht gekocht?
da muss man hier drauf, aber das... Da haben wir nicht genug Materialien, okay. Was ist bei ihr? Schlecht geschlafen, immer noch hungrig, müde. Schlecht geschlafen, hungrig, leicht krank. Ja, ganz toll. Die Tür ist auch abgeschlossen. Ah. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas Wichtiges finden. Da hinten ist immer noch ein Schrank wenigstens. Vielleicht ist da was Wichtiges drin. Schauen wir mal. 16 Grad plus. Ist ja eigentlich nicht kalt, ne? Ja, mach die mal auf die Tür. Sei mal so gut. So. Einmal hier ran. Oh, was ist das da unten? Was sind das? Schmuck? Na ja, klar, wertvoller Tauschgegenstand ist schon mal gut, aber jetzt. Müssen wir mal gucken. Können wir uns auch irgendwie. Ja, essen ist. Verstehe ich. War es jetzt der Einzige, der noch nichts gegessen hat? Hier fehlt uns aber immer noch was, oder wie? Ach nee, wir müssen erst das hier machen, sozusagen. Nee. Müssen wir erst das machen? Und dann vielleicht da oben das machen? So, jetzt haben wir nämlich diesen. Oder jetzt haben wir gar. Okay, hat das jetzt überhaupt was gebracht? Ja, irgendwie nicht. Ich mach's jetzt nochmal. Hä, warum passiert denn nichts? Jetzt habe ich sinnlos das Zeug verbraucht und nichts ist passiert, oder wie? Ach, scheiße. Okay, warte mal. Nein. Nein. Das ist gar nicht so leicht. Was ist denn hier? Verbesserung. Ein effizienterer Herd ermöglicht es uns, Essen auf effiziente Art und Weise zu kochen und dabei Brennstoff zu sparen. Dazu fehlt uns... Fehlt uns da was? 1, 11, 10, 10, 5. Achso, da fehlt uns irgendwelche Bestandteile. Schade. Okay, was können wir denn noch bauen? Wir müssen erstmal gucken, was wir überhaupt bauen können. Das ist nur das Zeug, das brauchen wir jetzt nicht. Hier ist noch was. Hier war doch das, wo wir Betten können wir aber auch gerade nicht herstellen. Können wir überhaupt was herstellen? Brennstoff. Ja, das brauchen wir glaube ich noch nicht. Gar nicht so leicht, aber was können wir denn jetzt überhaupt noch machen? Ist die Frage, weil wir kommen ja draußen auch nicht weiter, wenn ich mich nicht irre. Hier ist Feierabend. Wahrscheinlich müssen wir jetzt bis in die Nacht warten und da dann was anderes mal auswählen. Weil sonst haben wir ja hier eigentlich gar nichts mehr. An die anderen zwei Sachen kommen wir ja nicht ran. Kann man doch eigentlich an den Tag beenden, oder? So. Die Nacht? So, okay, die Nacht wieder. Schlecht geschlafen, bla bla. Ich glaube, das macht mal sie plündern. Plündern. Er geht schlafen und er muss halt auch schlafen. Da steht aber halt keiner Wache, ne? Na egal. Vorbereiten. Ah, okay. Was nehmen wir mit? Na, den Schmuck würde ich sagen, nehmen wir mit. Falls wir den verkaufen können. Sonst die Schaufel. Ah, das geht auch kaputt, das Zeug, sehe ich gerade. Okay, da muss man also auch noch drauf achten. Puh. Okay, los geht's. Ab in die Nacht. Ah, mal schauen, was da jetzt noch passiert. Aber im Krieg nichts Gutes wahrscheinlich. Aha. Das Haus brennt noch. Können wir es gefahrlos betreten? Ich weiß es nicht. Oh, 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 oh. Okay. Was ist, wenn mich jetzt jemand angreift? Dann bringt er mich um und ich bin am Arsch. So, okay.
Erstmal schauen wir hier draußen, was hier ist. Jetzt hätte man wissen sollen, was man braucht, ne? So, unser Rucksack ist gerade voll. Aber... Oh. Ich sehe halt gerade niemanden, deswegen... Oh, Essen, das ist gut. Das tauschen wir jetzt mal... So, höre ich jemanden? Hm, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass ich jemanden gehört habe. Wir nehmen noch das mit und das können wir ja nicht mehr mitnehmen. Aber das Wasser brauchen wir auch. Scheiße. Das können wir so mitnehmen. Okay. Nee. Ganz vorsichtig sein hier. Was ist das? Kräutermedizin. Oh, das nehmen wir. Müssen wir leider das ja auch nochmal wegtun. Medikamente. Okay. So leid mir es tut, aber wir brauchen einen größeren Rucksack, ey. Okay, das reicht. Oben. Ah. Okay, das ist, ey, das ist echt cool gemacht. Das brauchen wir nicht. Sie ist abgeschlossen. Okay, wir können auch nichts machen. Okay. Gehen wir da runter. Hier geht's in den Keller. Da müssen wir natürlich aufpassen. Hier kann natürlich jemand sein, ne? Was bedeuten die Punkte da oben? Läuft da gerade jemand? Ah, ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich könnte das Spiel ein bisschen lauter stellen eigentlich. Na los, komm mal hin. Nicht hoch, nicht hochgehen. Mach das doch nicht umsonst. Scheiße, jetzt haben wir keinen Dietrich. Die Schaufel leistet gute Arbeit. Ja, das ist ja auch Sinn und Zweck, aber die wird auch bald kaputt sein. So, bis wann geht die Nacht eigentlich? Keine Ahnung. Komm, mach's kaputt. So, was haben wir hier noch? Kaffee. Selbstgezogener Tabak, Drehtabak, Düngemittel. Waffenteile. Oh, Waffenteile ist gut. Waffenteile ist gut. So, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Das heißt, wir gehen zurück. Katja ist zurück. Oh, das ist gut. Gut gelaufen, die Nacht. Unsere erste Nacht überhaupt. Und die ist nicht schlecht gelaufen, würde ich sagen. Hey, das ist cool gemacht, das Spiel irgendwie. Es hat irgendwie... Man kann es schlecht jetzt irgendwie mit was vergleichen, aber es ist schon echt irgendwie nicht schlecht gemacht. Tag 3 sind wir jetzt, eh? Aber echt cool. So, euch geht's gut oder seht mal, ich habe ein paar Medikamente mitgebracht. Ja, die Nacht war ruhig. Ja, das ist doch gut. Okay, was ist denn jetzt hier alles angezeigt? Krass. Warte mal. Leicht krank. Na, dann geh mal hoch. Jetzt haben wir ja Medizin eigentlich. Nehmen wir jetzt das hier oder was? So. Leicht krank auf Medikamenten. Ja, okay, dann immerhin was. Hungrig, schlecht geschlafen. Aber warte mal, jetzt können wir doch hier... Genau, jetzt können wir das machen. Hier, eine Mahlzeit sozusagen. Wir haben Glück, dass es hier drin nicht kalt ist. Ja, plus 16 Grad ist noch okay. Was, er hat immer noch Hunger? Nee, er hat es noch nicht gegessen. So, dann lass es dir mal schmecken. Okay, jetzt nur noch schlecht geschlafen und leicht krank. Ich glaube, die Gesichter, hungrig und müde. Ich glaube, sie hat sich das Essen jetzt aber auch mehr als verdient. Oh, scheiße. Jetzt fehlt uns schon wieder... Ach ne,
Ja, dann müssen wir das jetzt herstellen, oder wie? 1,15,4,9. Warte mal, wir machen das jetzt mal. Muss man erstmal verstehen. Aber okay. So. Okay. Ja, alles klar. So, machen wir jetzt mal das hier. 1 von 2. Und 2 von 2, los. Ah, warte mal, scheiße. Siehst du, wir hätten das mit dem anderen machen sollen. Er ist doch der gute Koch. Wir brauchen etwas zu essen. Ne, machen wir doch jetzt gerade. Setz acht nochmal aufs Gesicht. Ich habe eben das Gefühl gehabt, dass sich den sein Gesicht verändert hat, weil er was gegessen hat. Mal schauen, ob das jetzt bei ihr auch so ist. Oder ob ich einfach nur dumm bin. Kann natürlich auch sein. Hier ist auf jeden Fall nichts passiert. Sie ist halt noch müde. Oh! Okay. Es ist jemand an der Tür. Ja, was denn jetzt? Tauschen. Okay. Ich hätte Schmuck im Angebot. Dachte ich eigentlich. Ach, das sind unsere Sachen. Ja, klar. Was hat er? Das ist geil. Was ist das? Selbstgemachte Filter zum einmaligen Gebrauch, um Regenwasser aufzubereiten oder Alkohol zu... Ne, das brauchen wir erstmal nicht. Was ist das? Das ist Alkohol. Ah, ja, alles klar. Das sind verschiedene Waffenteile. Die würde ich gerne haben eigentlich. Was ist das? Qualitativ hochwertiger Drehtabak. Nee, das war mir jetzt nicht, glaube ich. Essen ist halt immer gut, ne? Was ist das? Drehtabak wollen wir jetzt auch nicht. Kräutermedizin wollen wir. Kaffee wollen wir jetzt nicht. Zigarette wollen wir jetzt nicht. Bandagen wollen wir. Wir gucken jetzt einfach erstmal, was der dann von uns will. Na, komm hier, wir hauen einfach mal voll rein. Okay, mehr können wir jetzt wahrscheinlich nicht nehmen, ne? Huch. Doch, komm mal. Was war das? Filter? Wollen wir ja gerade nicht. Bücher? Nee. Okay, Ja, was kann man denn jetzt anbieten? Scheiße. Der will natürlich auch Sachen von uns. Die Frage ist... Alter Falter. Okay. Warte mal, das ist... Ach, da steht ja auch, das kostet so gut wie gar nichts. Der handelt ja immer noch nicht mit uns, will er mich verarschen? Das reicht nicht. Jetzt aber der handeln. Die Frage ist halt, ist das wirklich ausreichend für uns? So Sachen, dass wir handeln. Jetzt würde er halt schon nicht mehr handeln, ne? Bei den Bandagen auch nicht, also. Aber so ein paar Waffen könnte man vielleicht doch gebrauchen, weil ich denke mal, das wird nie so ruhig bleiben, ne? Ach komm, wir handeln jetzt einfach, fertig. Ich bin hier, falls ich sonst noch was brauche. Okay. Okidoki, was ist mit ihm jetzt? Schlecht geschlafen, hungrig. Na dann, Keule, isst du jetzt auch mal was? Nein, nicht hochgehen. So. Ah ne, der kann ja sogar noch was essen. Wir haben ja noch was übrig. Oh, fast 5 Sterne, Trophäe erhalten. Sehr gut. Mir fällt gerade ein, wir müssen mal Dietriche machen. Fällt mir gerade ein.
Dietrich. So. Den stellen wir jetzt mal her. Ich glaube, deswegen konnten wir jetzt auch die Schränke hier in unserem Haus, also in Anführungsstrichen in unserem Haus, ich weiß nicht, direkt unser Haus ist das ja, glaube ich, nicht. Aber deswegen konnten wir wahrscheinlich, glaube ich, auch nichts mehr nachgucken hier. Wir probieren es mal. Ja, siehst du, nein, so, danke. Hätte man mal früher drauf kommen können, aber okay. So, schauen wir mal rein, was da drin ist. Bandagen, siehst du. Okay. Hier unten war sonst nichts mehr. Ja, grüß dich, moin, hallo. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, was denn? Betten kann man leider nicht machen. Da fehlen uns jetzt diese Bestandteile oder was das ist. Sonst, was ist das? Ah, das sind diese Filter, ja. Brennstoff, okay. Betten wären halt echt wichtig, glaube ich. Ach, nicht wundern. Nein. Die Steuerung ist noch ein bisschen... Was? Ich bin nicht bewaffnet, ich will handeln. Ja, aber... Wir haben doch gerade gehandelt, mein Freund. Hier war nichts mehr, oder? War das so zugeschlossen? Nee. Das war, glaube ich, nur noch der Schrank da oben, oder? Wenigstens ist es warm. Ja, dann... Was, ist der Dietrich jetzt schon wieder weg, oder was? Tatsache. Einmal benutzen, ist der weg. Warte mal. Hier. Kadia. Kadia. Mach mal. Dietrich. Dietrich. Mach mal. Ach ne, das war ja gar nicht hier, ne? Das war ja oben an der. Na, da macht eben der Bafle. Oder wie heißt? Bafle? 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 So, Dietrich. Das kostet halt alles Zeug. Naja, egal. Wer weiß, was wir Wichtiges finden in diesem Schrank nochmal. Komm mal hin, bevor die Nacht anbricht. Ich weiß noch nicht, wann das ist. So, hier aufmachen. Zack. Naja, gut. Hätte besser sein können, glaube ich. Den hat man aber den schon, oder? Ja. So, ich bin der Meinung, wir hatten jetzt eigentlich alles. Ah ne, es ging ja nochmal runter, ne? Ne, hier sind wir ja schon ganz unten. Oder war hier noch was? Aber draußen hat man doch, glaube ich, auch alles, oder? Ja. Hm. Gut, dann haben wir das Haus jetzt eigentlich komplett... Lass doch die Tür zu. Komm, mach die Tür zu. Können wir halt. Was können wir denn noch gebrauchen? Sowas bräuchte man halt echt, gell? Ah, die Frage ist: Brauchen wir elektronische Teile gerade? Ah, da könnten wir uns schon einigen. Warte mal, wir machen nochmal. Okay. Ah, okay, eins muss weg. Handeln. Okay, danke. Unten. Können wir jetzt schon ein Bett machen? Ja, eins kann man auf jeden Fall machen. Okay, die können wir hier überall hin tun. Wo machen wir es denn hin, die Betten? Doch hier unten. Ah, hier ging es doch noch runter. Na, wir machen hier. Ne, das geht ja gar nicht rein nebeneinander. Komm, wir machen hier eins rein. So. Und noch eins geht nicht, ne? Da bräuchten wir jetzt wieder Holz. Keule, hast du Holz? Zwei Betten wären gut, weil dann könnten... Na, dann könnten zwei Stück mal schlafen. Mit einem gehen wir ja eigentlich immer. So, wir machen jetzt erstmal so und gucken. So wären wir uns schon einig, ja? Ah, okay. War genau richtig. Handeln. So, okay, danke. So. So, und das andere Bett machen wir. Hier hin. So, okay.
Soll ich nochmal schnell gucken? War hier unten alles durchgeschaut? Nee, ich wundere. Erstmal müssen wir das wegmachen. Oh, die Nacht beginnt. Die Nacht machen wir jetzt. Hier kann man wohl noch woanders hingehen oder was? Neu. Das ist unseres. Wo waren wir jetzt eigentlich schon? Scheiße, das weiß ich gar nicht. So, warten mal. Schlecht geschlafen, müde, schlecht geschlafen, leicht krank. Schlafen, schlafen, plündern. Ja, das hätte ich jetzt auch so gesagt. Vorbereiten. Wir nehmen eine Bandage mit. Wir nehmen die Schaufel natürlich mit. Munition für Schusswaffen. Ja, wir haben ja jetzt eh keine Waffe. Wie kann man denn überhaupt eine Waffe herstellen, ist die Frage. Waffenteile. Los geht's. Wir probieren das jetzt. Ich würde sagen, die Nacht machen wir auf jeden Fall noch. Dann überleg mal, ob wir dann nach der Nacht aufhören oder vielleicht nochmal einen Tag machen, bis die nächste Nacht anbricht. Da schauen wir jetzt erstmal, was jetzt noch passiert. Ach, hier waren wir doch schon. Shitty. Na wohl, aber es ist ja eigentlich nicht alles weg gewesen, ne? Deswegen leuchtet auch das hier noch wahrscheinlich. Wir stecken natürlich erstmal alles ein, was geht. Oh. Muss natürlich aufpassen, nicht, dass hier jetzt auf einmal jemand ist, ne? Was, da oben zeigt er doch nämlich immer was an. So, das nehmen wir mit. Das brauchen wir auf jeden Fall. So, tun wir irgendwas weg. Dann tun wir erstmal das Holz weg. 4, 2, 4, 6. Ne, machen wir das mal so. Was war hier drinne? Da oben ist doch jemand drinne. Kann mir doch keiner erzählen. Okay, wir haben jetzt keinen Dietrich mit. Wir müssten. Beim nächsten Mal müssen wir auf jeden Fall einen Dietrich mitnehmen. Okay. Das war blöd jetzt von uns eigentlich, weil wir hätten einen Dietrich gebraucht. Aber wir können uns jetzt auch keinen herstellen. Jetzt zeigt er hier was an. Ach, das ist die Ratte, die er anzeigt. Alles klärchen, Bärchen. Jetzt verstehe ich's. Die Ratte zeigt also an. Ja, okay, ich würde sagen, dann war es ja schon wieder mit der Nacht. Also, das war jetzt echt ein bisschen dumm von uns. Na, egal. Sonst war auch hier, glaube ich, nichts Interessantes. Kaffee, selbst. Obwohl, das ist halt alles zum Tauschen vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Vielleicht sollte man lieber ein bisschen hier sowas weglassen. Düngemittel. Nehmen wir mit. Wir brauchen einen größeren, mehr Platz auf jeden Fall. Drehtabak, selbstgezogener Tabak, Kaffee. Wir nehmen mal Kaffee noch mit. So, okay. Dann haben wir auf jeden Fall Brunos zurück. War es sonst was gewesen? Ich hoffe mal nicht. Mal schauen, ob jetzt wieder eine ruhige Nacht war oder irgendwas passiert ist. Na? Late und late und late. Tag 4. Bis jetzt war es ja noch ruhig. Ach, shit, der Händler ist natürlich nicht mehr da. Ich habe sehr viele nette Dinge gefunden. Was für eine Nacht. Wir wurden ausgeplündert. Nein, jemand ist in der Nacht gekommen, um unsere Sachen gewaltsam mitzunehmen. Dinge, die gestohlen haben. Oh, zweimal Essen, zweimal Wasser. Scheiße. Scheiße. So, er ist hungrig, traurig und müde. Ja, aber er kann doch... Nein, das wollten wir jetzt nicht. Er ist doch der gute Koch. So, guter Koch, dann machen wir mal was. So. Ich fühle mich unwohl, das hat jetzt nichts Ernsthaftes. Ich hoffe, ja, das ist ja immer noch so. Es gibt so. Oh, hä? Ach nein, jetzt fehlt uns auch noch Wasser. Shit. Shit. Schlecht geschlafen, hungrig, leicht verletzt. Traurig. Okay, warte mal. Bauen wir jetzt das Bett hier zu Ende. So, warte mal, er nimmt nochmal. Das ist, war die leichte Medizin, oder? Auch leicht verletzt. Okay, los. Und immer noch Medikamenten. Eine Bandage. Ja, wir nehmen die jetzt für ihn.
Wir Männer sind babyleicher als Frauen, von daher. Bandagiert, okay. So. Achso, ach, jetzt könnten wir uns auch einfach schlafen, Ding, raus. Nein. Ach, dann liegt hin. Ist ja vielleicht ganz gut, weil dann können wir in der Nacht wach bleiben. So, du baust jetzt das Bett noch zu Ende. So, und er kann jetzt nichts kochen, oder wie? Doch, er kann ja eine Mahlzeit kochen. Ich bin ja blöd. Oh, es ist jemand an der Tür. Das ist vielleicht wieder der Händler, wa? Ich hoffe mal. Zimmerfrei, aha. Zum Glück sind sie hier. Ich wohne nicht weit von hier mit meiner Tochter. Ich habe gehört, dass Plünderer Häuser leer räumen und Frauen vergewaltigen sollen. Ich kann die Türen verschließen. Sie könnten allerdings durch die Fenster reinkommen. Können Sie mir dabei helfen, sie mit Brettern zuzunageln? Die Rebellen haben meinen Mann im ersten Jahr des Krieges mitgenommen. Er ist noch immer nicht zurück. Wir sind ganz allein. Bitte helfen Sie uns. Ja. Ich glaube, wir müssen uns selber erstmal auf der einen Seite helfen, aber irgendwie... Vielleicht später. Es wird gehen, sie haben nicht Nein gesagt. Ja, es tut mir leid, aber man muss ja auch ein bisschen an sich selber denken. So, jetzt können wir das hier essen. Nein. Dass du ganz verstehst, das noch nicht. Jetzt, wenn ich das mache, warum. Was passiert denn da jetzt? Pass mal auf. Jetzt müssen wir nochmal gucken, was hier passiert. Hier passiert. Irgendwie nichts. Okay. Wir brauchen definitiv noch Essen. Müde. Schlecht geladen. Der ist also nicht müde. Sie kann jetzt eigentlich wieder aufstehen, wenn es geht. Ah ja, das war knapp. Wenn sie mir mehr Leute bringen, sind wir erledigt. Ne? Achso, sie redet wahrscheinlich von dem... von dem ausgeplündert werden. Okay. Jetzt legen wir ihn erstmal hier hin. Ach Gott, ey, ist das kompliziert. So, was können wir jetzt... Warte mal, wir müssen Dietriche machen, fällt mir gerade ein. War das hier? Können wir welche machen? Nur ein, oder? Wenn ich mich jetzt nicht irre, war das nur einer, den wir machen können. Ja, er ist halt voll am Arsch hier. Ich weiß aber auch nicht, was ich noch machen soll. Ich habe Hunger, ja, dann ist was. Ja, jetzt können wir keinen mehr machen, okay. Wir müssen mehr Sachen finden in der nächsten Nacht. Also ich kann ja jetzt schon mal zum... Wir kommen jetzt mal zum Abschluss, sagen wir es erstmal so. Ich muss schon sagen, es ist mal was ganz anderes. Also die Idee und die Machart von dem Spiel ist echt cool gemacht. Also wir legen den jetzt mal noch hin. Es hat was. Es ist natürlich kein AAA-Spiel, aber genau das fand ich eigentlich mal ganz cool. Mal was anderes und... Jetzt gucken wir mal, man muss sich ein bisschen reinfuchsen. Man muss irgendwie auch schon fast sagen, strategisch vorgehen. Warum klingt eigentlich die Bio hier mal? Tag 4. Ach, die schreiben noch ein Buch sozusagen. Ein Tagebuch, okay. Aber auf jeden Fall werde ich, denke ich mal, nach der Aufnahme noch ein bisschen weiterspielen. Oder zumindest die Tage mal nochmal reingucken. Also es macht echt Spaß. Hat auf jeden Fall was. Es ist... Wie gesagt, kompliziert gemacht. Man muss sich erstmal ein bisschen reinfuchsen, aber ich glaube, das kriegt man alles hin. Und ich denke, es wird halt auch von Tag zu Tag schwieriger. Das würde mich nicht wundern. Ich überlege gerade, so ein bisschen erinnert mich, ich weiß nicht, ich kenne vielleicht nicht jeder, aber Fallout kennt ja jeder. Und da, bevor das Spiel kam, kam ja die App davon, Fallout Shelter. Und das erinnert mich so ein bisschen dran. Jetzt fällt es mir ein. Ich habe vorhin schon überlegt, es erinnert mich an Fallout Shelter. Und das war schon cool. Das war fürs Handy. Und das war so ein bisschen in der Art aufgebaut. Das hier ist halt...
wirklich für die PlayStation und so gemacht und ich muss sagen, das ist echt irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Aufstehen! Nein, Spaß. So, wir setzen uns jetzt mal hier hin. Setz dich. So, und mit einem im Sitzen können wir uns nämlich besser verabschieden. Da würde ich sagen, danke ich fürs Zuschauen von This War of Mine. Und wenn ihr PS Plus Abo habt, könnt ihr es euch ja selber auch kostenlos runterladen, wenn ihr es nicht selber schon gemacht habt. Falls ihr jetzt erst gesehen habt, hey, das könnte man ja wirklich mal spielen und ihr es beim Lesen vielleicht blöd fandet und euch jetzt gefallen hat, könnt ihr es natürlich jetzt runterladen. Noch ist es ja Januar, noch ist es natürlich auch kostenlos für die PS Plus Abo-Benutzer. Und ja, ich hoffe mal, euch hat es trotzdem gefallen so ein bisschen. Mal was ganz anderes, mal ein bisschen ruhiger irgendwie und mal kein Shooters, kein Sport, nichts. Es ist mal was ganz anderes gewesen und ich fand das einfach, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch vielleicht auch. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da und die Nacht beginnt. Herzlichen Glückwunsch. Machen wir dann mal weiter nach der Aufnahme. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, wollte ich noch sagen, lasst gerne auch ein Abo da, würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns vielleicht bei einem anderen Video wieder. Vielleicht bei Mafia oder bei Minecraft. Mal schauen. Lassen wir uns überraschen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüssi!